Hi meine lieben Weltenbummler, ich bin's mal wieder, euer Oberweltenbummler Dominik. Und willkommen immer zu wieder zu einem neuen Video von mir. Hab lange kein Video mehr rausgehauen auf YouTube. Ja, das hier wird ein kurz spontanes Video. Ja, ich rede einfach mal wieder mit euch. Habt da Lust zu. Wie gesagt, mit meinem neuen Handy. Und ja, ich hoffe, die Qualität geht diesmal in Ordnung. Das letzte Video, was ich hochgeladen habe, war ja ein bisschen schlechtere Qualität. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mal Kommentare unter meinen Videos da lässt. Ja, wie gesagt, das ist kein Qualitätscontent hier. Ja, ich mache einfach dazu, was ich gerade Lust habe. Jetzt habe ich gerade Lust, mit euch zu reden, Leute. Seid ihr alle Karneval feiern heute oder habt ihr Karneval gefeiert? Ich habe keinen Karneval gefeiert. Ja, ich musste heute arbeiten. Hätte ich mir Urlaub nehmen können, aber nee, wollte ich nicht. Oh, geh lieber arbeiten. Ja. Und Leute, heute war echt stürmisch das Wetter. Richtig windig. Und auf einmal hat es angefangen zu regnen und zu schütten. Das war echt krass, wie es angefangen hat zu stürmen. Und Gott sei Dank ist das Wetter jetzt schöner, wie ihr seht. Ja, die Sonne scheint sogar. Sieht man gerade zwar nicht, weil die Sonne verdeckt ist von den Wolken, aber die Sonne scheint da. Ja. Gut, Leute. Ja, und... Ja, Leute, ich möchte öfters eigentlich Videos machen, aber Problem ist, ich gehe arbeiten, habe dann nicht so Zeit. Klar, ich könnte immer nach der Arbeit so einen Vlog wie jetzt auch mal, wenn ich so, sag ich mal, alle zwei Tage oder sag ich mal zweimal die Woche ein Video mache, wo ich einfach mit euch rede über Themen, die euch interessieren. Zum Beispiel wie Artikel 13, ja, ob ihr auch in Hannover dann seid, auf der Demo. Ich guck mal, wann die Demonstration gegen Artikel 13 in Hannover ist. Mal gucken, ja, wahrscheinlich, wenn ich da Zeit habe, hinfahren, wenn nicht, dann nicht. Ja, mal gucken. Ja. Und ja, die Demonstration findet ja auch in Berlin statt, am 23. Und ja, da wird dann bestimmt auch die Hölle los sein. Aber ich möchte jetzt nicht über Artikel 13 reden. Ja, vielleicht können wir ja noch was bewegen, Leute, mit Artikel 13. Vielleicht wird es ja doch nicht so scheiße, wie wir alle denken mit Artikel 13. Aber Leute, wenn ihr das genau wissen wollt, guckt auf anderen Kanälen vorbei. Die haben ausführlich darüber gesprochen, ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja, in Köln waren ja jetzt auch schon zwei Demos. Soll ja groß gewesen sein. Dazu kann ich euch auch noch mal einen Kanal empfehlen. Guckt euch Herr Newstime an. Er war live vor Ort, Herr Newstime. Und so, er hat sich das... Wie gesagt, er hat dann Livestream gemacht, Herr Newstime. Könnt ihr mal auf seinen Kanal gehen. Ja. Gut, dann wisst ihr da Bescheid. Gucken, Leute. Ja, das gucken, wenn ich das hinkriege. Werde ich ihn verlinken. Ja, Herr Newstime. Aber wenn nicht, geht auf seinen Kanal, Herr Newstime. Aber ich gucke, dass ich einen Link setze. Und dann könnt ihr da einfach draufklicken und dann kommt ihr zu Herrn Newstime. Ja. Dann wisst ihr da schon Bescheid. Und ja, weil er hat ja, wie gesagt, live gestreamt bei den beiden Demos. Ja, da waren auch andere YouTuber da. Ja, könnt ihr euch da reinziehen, welche YouTuber da waren. Ich will jetzt nicht alle aufzählen. Ja, aber soll wohl was los gewesen sein. Bei der ersten Demo waren irgendwie 1000 bis 2000 Leute. Bei der zweiten Demo waren es schon 2000 bis 3000 Leute. Ja, und ich habe gehört, in Berlin soll Eskalation werden. Da werden es gleich 5000 bis 6000 Leute, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, Leute, wenn ihr es schafft und in Berlin wohnt, geht dahin zu der Demo oder ihr wohnt in der Nähe von Hannover. Ich meine, die ist jetzt am 13., glaube ich, in Hannover. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, am 13. wäre das. Dann könnt ihr da auch hingehen nach Hannover und da auch demonstrieren. Ich werde hingehen, wenn ich es schaffe. Werde ich auch ein kleines Video zu machen dann, wenn ich das schaffe, zu der Demo zu gehen. Und ja, Leute, wollte ich nur mal den Stand der Dinge sagen. Wenn ihr es schafft, zu einer Demo zu gehen, geht dahin gegen Artikel 13. Ja, das wird dann, ne, klar, Schilder hochhalten und streiken, klar, dann sehen die Politiker das, was wir machen. Dass wir dagegen sind und so. Ja, vielleicht kann man noch was ändern, vielleicht aber auch nicht. Aber man hat es wenigstens versucht, versteht ihr? Ihr habt es dann versucht. Wenn ihr sagt, Arschlecken, ich gehe nicht dahin, bringt doch eh nichts, dann habt ihr es nicht versucht. Man muss etwas versuchen,
Auch wenn es dann hinterher nicht klappt, dann kann man wenigstens sagen, ich habe es versucht, es funktioniert nicht, hat nichts geändert, dann ist es so. Ja. Also Leute, ne? Geht dahin zu der Demo. Ja. Ne? Die findet ja in Hannover statt, wie gesagt. Wenn ihr in Hannover da seid, wohnt oder so, geht hin. Ja, alle, die dagegen sind. Ich gucke, ich werde auch wahrscheinlich hingehen nach Hannover. Ja. Weil ich ja in der Nähe von Hannover, also ich wohne zwar eine Stunde von Hannover entfernt, aber wenn ich es einrichten kann, werde ich hinfahren. Ja, so eine Demonstration. Warum nicht? So Leute, dann wollte ich nicht weiter rumlabern. Aber, ja, ihr wisst ja alle, was Artikel 13 mittlerweile ist. Wie gesagt, es gibt genug Kanäle, die darüber berichtet haben. Ich tue es nicht. Ich sage nur alle, geht zur Demo hin. Versucht noch irgendwas zu machen. Auch, ne, wenn die Chancen nicht gut stehen, aber man kann immer versuchen. Man kann hinterher sagen, ich habe wenigstens versucht, noch was zu machen. Ja, wo andere Leute zu Hause bleiben, sich denken, Arsch schlecken. Ne? Also Leute, wünsche ich allen euch noch einen schönen Montag. Das Video kommt auch heute noch. Ja, Montag. Ja, und dann genießt noch den Rest der Woche. Ja, und die Karneval feiern waren. Ich hoffe, ihr habt alle schön Karneval gefeiert. Ich war dieses Jahr kein Karneval feiern. Ich gehe sehr wahrscheinlich nächstes Jahr. Weil dieses Jahr hatte ich keine Lust auf Karneval. Ne, weil ich auch arbeiten muss, da ich mir gedacht, nee, Urlaub nehmen deswegen extra, nee. Vielleicht nächstes Jahr. Und Leute, ich habe was Neues. Kein Product Placement, aber eine JBL Go 2. Kann ich nur empfehlen, super Lautsprecher. Und ich kann den etwas größeren Bruder empfehlen. Den JBL Clip mit dem Karabiner dran. Er ist etwas größer, hat ein bisschen mehr Klang, den kann ich auch empfehlen. Leute, wenn man einen Lautsprecher sucht für unterwegs, der nicht groß sein soll, den hier kann ich empfehlen. Und den JBL Flip, Clip, Entschuldigung. Ja, das JBL Clip, den kann ich auch nur empfehlen, Leute. Weil diesen kleinen Kompakt, die kann man in eine Hosentasche packen. Ja. Und mehr habe ich zum Thema nicht zu sagen. Wie gesagt, haut rein, macht es gut. Ich bin raus, euer Oberweltenbummler Dominik.